Herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit AI Power zum herausragenden Kundenservice in der Klima- und Heiztechnik. Mein Name ist Johannes Gottwald. Ich bin Leiter der technischen Redaktion der Wolf GmbH in Mainburg und mit mir trägt heute vor Elmar Baumgart von unserem Partner der T3. Ja, hallo, mein Name ist Elmar Baumgart. Als CTO bei T3 verantworte ich die technischen Lösungen rund um Empolis Service Express und Schema ST4. Wir als T3 verstehen uns als Lösungsanbieter und unterstützen unsere Kunden bei der Einführung von intelligentem Informationsmanagement. Hier in diesem Projekt ging es um die Einführung von Empolis Service Express und wir als Empolis Partner mit dem Schwerpunkt vor allem auch in der Kombination Service Express ST4 haben hier unsere Expertise eingebracht und das Projekt begleitet. Vielen Dank, Elmar. Dann darf ich Ihnen kurz unsere Agenda vorstellen. Wir werden in drei Schritten das Thema angehen. Im ersten Teil werde ich Ihnen vorstellen, wer wir sind und wo wir heute stehen. Im zweiten Teil wird Elmar uns präsentieren, wie wir vorgegangen sind. Und im dritten und abschließenden Teil schauen wir uns nochmal die Herausforderungen speziell an und geben einen kleinen Ausblick und ein Fazit. Ja, wer sind wir und wo stehen wir? Die Wolf GmbH ist ein Anbieter von Heizungs- und Wohnraumlüftungsprodukten sowie raumlufttechnischen Anlagen. Damit bewegen wir uns einerseits auf dem Markt für Privatkunden im Bereich Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser und zum anderen auf dem Markt B2B mit großen Anlagen, die Sie in Stadien, in Regierungsgebäuden, in Bahnhöfen, Hotels, Fabriken, in Freizeitparks, in Krankenhäusern und Bädern finden. Im Bereich der Heizgeräte sind wir mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe CHA auch Technologieführer, was das Kältemittel R290, ein natürliches Kältemittel, anbetrifft. Wir haben über 2100 Mitarbeiter in über 50 Ländern, 9 Tochterfirmen, 60 Vertriebspartner mit 14 Verkaufsbüros allein in Deutschland und mit 100 Servicestationen in Deutschland präsent im Markt. Was hat uns als Heizungs- und Klimalüftungstechnikhersteller erfolgreich gemacht? Das ist zum einen unser Verständnis als Gestalter von Lebensqualität. Bei uns steht der Mensch, sein Komfort, seine Geborgenheit in geschlossenen Räumen, zu Hause und im Arbeitsumfeld im Fokus. Wir im Bereich der Wärmepumpe beispielsweise haben uns wirklich Innovation auf die Fahnen geschrieben und bemühen uns um technologische Exzellenz, um intelligente Systeme, aber vor allem auch um praktische Lösungen für unsere Kunden. Und wer sind unsere Kunden? Unsere Kunden sind Fachhandwerker, Anlagenbauer, die unsere Produkte einbauen und dann natürlich auch die Endkunden, die unsere Produkte nutzen. Ein ganz wichtiger Fokus liegt bei uns auf der Verantwortung für die Umwelt. Wir bemühen uns um nachhaltige Produkte und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden. Ja, auf dem Heizungsmarkt gibt es einige Herausforderungen zu meistern und es ist ein stark umkämpfter Wachstumsmarkt, in dem nicht nur Hersteller aus Deutschland, sondern inzwischen gerade im Bereich Wärmepumpe auch aus Fernost auftreten. Und gleichzeitig ist dieser Markt bei unseren Kunden durch Fachkräftemangel geprägt. Unsere Produkte und Lösungen werden immer komplexer, das aufgrund der Anforderungen, beispielsweise durch die Energiewende, heute in aller Munde. Wir unterliegen natürlich den Herausforderungen der Förderpolitik und der Regulierung sowohl nationaler als auch internationaler, supranationaler Institutionen. Und unser Bemühen gilt eben den Punkten Effizienz und Nachhaltigkeit. Nun, wie meistern wir diese Herausforderungen? Zum großen Teil heute durch digitale Transformation
Unter dem Motto One Stop for All möchten wir für unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter eine durchgängige Tool-Landschaft anbieten, Smart Services und unsere Prozesse immer weiter digital optimieren. Und um dies zu erreichen, über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Planung bis hin zum Bereich After Sales, Planung mit der Konfiguration, im Bereich Installation, die Installation durch unsere Kunden, die Inbetriebnahme, die Wartung, dann die Reparatur oder eben auch Ersatzteilbeschaffung. Das sind einmal einige Touchpoints mit unseren Kunden herausgegriffen. Und um das eben zu gewährleisten, über diesen ganzen Lebenszyklus hinweg, ist unser neues Wolf Info Center, wie wir die Employee Service Express Lösung bei Wolf nennen, eben die zentrale Plattform im Bereich der Information, das heißt des Wissensmanagements. Und ja, wir nutzen es als zentrale Plattform, um unsere Inhalte zur Verfügung zu stellen an einer Stelle, damit Informationen künftig gefunden werden, statt nach langer Suche dann doch den Experten anzurufen, möchten wir das Experten- und Fachwissen wirklich hier bereitstellen, auch wenn der Experte nicht greifbar ist. Zum anderen möchten wir das Wissen, das wir hier versammeln und zentral zur Verfügung stellen, auch in andere Systeme integrieren und so ein umfassendes Informations- und Wissensmanagement betreiben. Schauen wir noch kurz auf unser Wolf Info Center. Sie sehen hier einen Screenshot. Wir haben inzwischen Content in 26 Sprachen für 32 Vertriebsregionen auf der Plattform und täglich ungefähr 400 Suchanfragen. Das klingt noch gar nicht so viel. Das liegt aber daran, dass die Plattform aktuell vor allem von unserem Service-Innendienst genutzt wird und der weitere Rollout noch bevorsteht. Dazu später mehr. Und wir haben aktuell über 9000 Dokumente auf der Plattform. Dokumente bedeutet in vielen Fällen tatsächlich PDF-Dokumente, weil die schon vorhanden waren. Aber wir nutzen auch die Bausteine Expert Dialog und Expert Knowledge, die uns die Employee Service Express Lösung ja anbietet. Und wir bieten Videos an und Links, um so weiteren extern vorhandenen Content anzubinden. Blicken wir noch auf drei kleine Use Cases. Der erste Use Case, wir stellen uns vor, unser Wolf Service Techniker kommt auf die Baustelle zum Kunden, soll eine Wärmepumpe CHA in Betrieb nehmen und beschäftigt sich nun also unter anderem mit dem Thema, ist die Wärmepumpe korrekt installiert und kann sie so in Betrieb genommen werden. In der Begegnung mit dem Kunden muss er allerdings noch weitere Fragen beantworten und nutzt dafür unsere neue Plattform. Er gibt also in den Suchschlitz einen Suchbegriff ein. Es geht um die Platzierung der Wärmepumpenaußeneinheit und die einzuhaltenden Schutzbereiche. Und wir werden gleich sehen, wie fehlertolerant die Suche auch ist im Wort Schutzbereich. Und ja, mit der einen Suche gelangt er gleich mit dem zweiten Suchtreffer auf die Betriebsanleitung für die Fachkraft, die ihm die benötigte Information geben wird und die er so mit dem Kunden teilen kann. Durch die performante Suche in solch umfangreichen Dokumenten, direkt Volltextsuche, wird auch der erste Treffer gleich der passende sein und die entsprechenden Abbildungen zum Schutzbereich zeigen. Ebenso der zweite Treffer, das sind die beiden entscheidenden Seiten aus dem umfangreichen Dokument. Nun, nach dieser Information benötigt er noch Angaben zum Kabelquerschnitt, um die korrekte Installation der Wärmepumpe zu überprüfen und wählt deshalb das entsprechende Schaltschema über die verwandten Themen, die hier angeboten werden. Das heißt, er braucht keine neue Suche, sondern kann direkt hier auf den passenden Content weiter gelangen.
Und auch diese Information war also schnell zu erreichen und nun wendet er sich der Inbetriebnahme zu, wird also als nächstes abermals über die verwandten Themen eine entsprechende Checkliste auswählen zur korrekten Installation und im Anschluss dann das Inbetriebnahmeprotokoll und alles immer über den Related Content, also über die verwandten Themen. Hier die erwähnte Checkliste und im Folgenden dann das entsprechende Inbetriebnahmeprotokoll für unsere CHA 7 und 10. In unserem zweiten Beispiel hat es der Servicetechniker mit Troubleshooting zu tun, nämlich mit dem Fehler 22 im Zusammenhang mit einem Ölbrennwertgerät COB2. Er wird also auf die Suche gehen nach Fehler 22 und prüfen, ob der Treffer auf das Produkt COB2 zutrifft. Und tatsächlich ist es wieder der erste Treffer in der Reihe. In diesem Fall eine geführte Fehlersuche im Dialog mit Expert Dialog. Entsprechend sind immer für jeden Step Fragen zu beantworten und der weitere Verlauf ist eine geführte Fehlersuche durch den gesamten Prozess. Gleichzeitig ist am rechten Bildrand wieder zu erkennen, dass über den Related Content weitere Dokumente angeboten werden und das wird gleich relevant werden, denn der Kunde möchte noch von unserem Servicetechniker wissen, ob sein Gerät denn jetzt auch den neuen Bestimmungen für Ölgeräte entsprechen und es noch weiter betrieben werden kann oder ob entsprechende Nachrüstsets erhältlich sind und deshalb wird der Techniker sich hier nochmal rückversichern, wieder über Related Content und die entsprechende Bioölverträglichkeit des COB2 erkennen können. Und so wird seine Antwort sein, jawohl, der COB2 ist bis 30% für Bioöl tauglich und für bereits im Markt befindliche Geräte gibt es entsprechende Nachrüstsets. Und damit zu unserem dritten und letzten Use Case. Auch hier haben wir es wieder mit einem Fehler zu tun, mit dem Fehler 78 im Bereich Fehlerbehebung. Nutzt der Servicetechniker abermals unsere Informationsplattform, um die entsprechende Lösung des Problems mit Fehler 78 im Zusammenhang mit einem Kaskadenmodul KM2 zu bekommen. Und in diesem Fall nutzt er jetzt auch die entsprechenden Filter, um die Suche auf Regelungskomponenten einzuschränken und direkt auf das entsprechende Suchergebnis zu gelangen. Hier handelt es sich jetzt um eine Problemursache-Lösungsbeschreibung mit dem Expert Knowledge und innerhalb dieses Informationsbausteins sind nun zum einen die externen Links auf unsere Ersatzteile in unserer Ersatzteil-App vorhanden und zum anderen gelingt es ihm hier auch wieder über den Related Content wichtige aktuelle Informationen im Zusammenhang mit dem Fehler 78 und dem Produkt direkt einzusehen und hier eben der Sprung in unsere Ersatzteil-App. Ja, das waren unsere Use Cases und damit würde ich wieder übergeben an Elmar. Ja, vielen Dank, Johannes. Wie sind wir vorgegangen? Eine gute Frage. Wir bei T3 haben für solche Projekte ein Vorgehensmodell und das startet mit der Erhebung der Use Cases. Also wir versuchen uns in den Anwender, in den Endanwender hineinzuversetzen und aus Anwendersicht uns vorzustellen, was sind die Informationsbedarfe, in welcher Situation wird Information benötigt, wie muss man die Informationsbereitstellung gestalten. Damit haben wir auch hier begonnen. Dann mit einem Proof of Value, mit dem wir auch eine Evaluierungsphase
hatten mit Vertretern der Zielgruppen, bis hin dann Ende des Jahres in eine Planungsphase. Das war dann auch gleichzeitig eine heiße Phase bei Wolf. Das ist die Heizperiode, da sind die Fachexperten schwer greifbar. Und haben dann Anfang bis ungefähr Mitte des Jahres eben die Lösung implementiert. Der Rollout ungefähr im Juli im internen Service und sind jetzt dabei, eben weitere Funktionalitäten nachzurüsten, sind gerade dabei, den Empolis Buddy, ein Chatbot, zu testen und ja auch die Field Service Apps einzubinden, also weitere Use Cases umzusetzen. Ja, und um das Vorgehen genauer mal auf die zu untersuchen, schauen wir auf die Bestandsanalyse, wie hat sich das System uns dargestellt zu Beginn des Projekts. Wir haben also hier unten auf der unteren Ebene die verschiedenen Abteilungen, die Informationsobjekte erstellen, bereitstellen und das natürlich in verschiedenen Systemen tun, mit Schema ST4, mit einem selbstentwickelten Dokumentenmanagementsystem im Dateisystem. Und die verschiedenen Zielgruppen, ganz oben dargestellt, greifen über verschiedenste User Access Points auf die Daten zu. Und die Information wurde eigentlich mehr oder weniger von Hand übertragen in diese verschiedenen Systeme. Und am Anfang dieses Projekts hatten wir uns konzentriert auf die Informationen aus der technischen Redaktion und aus dem Service. Das quasi als Leuchtturmprojekte ausgewählt, priorisiert und die Lösung daraufhin abgestimmt. Und um jetzt Empolis Service Express einzuführen, steht am Anfang die Entwicklung eines Metadatenkonzepts, also in welchen Ordnungskriterien, in welche Ordnungssysteme ist die Information einzusortieren, damit die Facettensuche funktioniert, damit die verwandten Themen funktionieren. Und was man dafür tun muss, das sehen wir jetzt hier. Text Mining, Clustering, das sind Methoden der Named Entity Recognition, eigentlich ein Standardverfahren, und daraus entstehen Vorschläge. Die Vorschläge werden dann vom Expertenteam bewertet und bilden im Endeffekt die verschiedenen Ordnungskriterien des Wissensmodells. Und hier hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt, dass wir in einem interdisziplinären Team zusammengearbeitet haben, aus technischer Redaktion, aus Vertretern vom Service und der Digitalisierungsabteilung. Und insgesamt, wir haben es schon gehört, 9000 Dokumente sind heute im System. Damals hatten wir fast 12.000 Records hier betrachtet, 7.500 aus der Redaktion und ca. 5.000 aus dem Service. Und um die Migration dieser Daten auch weiter im Blick zu behalten, war es für uns wichtig, auch eine Klassifikationspipeline zu entwickeln, die den Prozess dieser Taxonomieentwicklung und der Klassifizierung wiederholbar gestaltet. Und hier sehen wir im Prinzip diese Pipeline. Das heißt, über Autoklassifikationsmechanismen sind wir in der Lage, schnell Content in das Staging-System zu bringen, können dort eine Prüfung vornehmen und das Wissensmodell verfeinern. Und wir hatten zum Beispiel auch DeepL im Einsatz, um Sprachaspekte hier zu lösen. Und das kann man mehrfach durchlaufen, bis einem die Organisation des Contents so passt, den Anforderungen genügt und dann eben eigentlich auch nahtlos migrieren in das Produktivsystem. Genau, und jetzt stellt sich das System so dar. Wir sehen ganz unten eine kleine Änderung im Prozess. Der Service nutzt eben jetzt auch das Dokumentenmanagementsystem, geht nicht mehr über das Dateisystem, und über einen speziellen Connector, den wir entwickelt haben, werden jetzt die Informationen in Empolis Service Express hochgeladen und das vorher entwickelte Wissensmodell und die optimierten Metadaten gehen da in diesen Upload-Prozess quasi als Parameter rein. Ja, wo stehen wir jetzt? Wir sind dabei, weiter zu automatisieren, heiße Systemschnittstellen zu implementieren, allen voran die Single Sign-On Anmeldefunktion, aber auch der Knowledge Graph für die Pflege des Wissensmodells künftig.
Die Field Service Apps wurden ausgerollt und was auch ganz entscheidend ist, ist das Dokument Management System wird weiter ausgearbeitet und weiter automatisiert in der Anbindung für den Upload der Dokumenten. Ja, noch ein Wort zu unserer Zusammenarbeit. Ich denke, wir haben in diesem interdisziplinären Team ganz gut zusammengewirkt, agil. Wichtig war, dass eben alle Stakeholder beteiligt waren, in kurzen Zyklen, um schnell Ergebnisse zu erwirken, haben uns wöchentlich abgestimmt und haben auch ein toolgestütztes Projektmanagement hier betrieben und konnten auf die Art und Weise recht effizient zusammenarbeiten. Ja, so viel von mir. Damit gebe ich auch schon wieder ab an Johannes. Ja, vielen Dank, Elmar. Deine letzten Worte kann ich nur unterstreichen und dazu komme ich auch gleich nochmal, bevor ich das tue, noch kurz auf die Herausforderungen im Projekt. Grundsätzlich unterschätzt man am Anfang vielleicht die Suche nach organisatorischen Zuständigkeiten in der eigenen Organisation im Zusammenhang auch mit kleinen technischen Details, die sich dann doch zu größeren Hürden entwickeln. Wichtig ist natürlich auch den internen Wissensaufbau, der notwendig ist, nicht zu unterschätzen und auch die Feststellung, dass im Zuge der digitalen Transformation an vielen Stellen Schrauben gedreht werden und es viele Veränderungen in der IT-Landschaft gibt, was natürlich dann mit sich bringt, dass wir darauf immer wieder agil, flexibel auch reagieren müssen und entsprechend auch wieder unseren Weg anpassen müssen. Dann ist auch nicht zu unterschätzen, dass der eigene, über die Zeit gewachsene und in verschiedenen Systemen abgelegte Content durchaus auch angepasst werden muss, hinsichtlich beispielsweise einer Klassifizierung, um eben der Funktionalität von Employee Service Express auch zu genügen. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch die Zielgruppen mitzunehmen, da auf ihrem Weg das System live zu nutzen und dazu auch die Vorteile greifbar zu machen. Ja, wie geht es nun weiter? Zum einen, ich hatte es schon angekündigt, sehen wir einen weiteren Rollout in einmal die Landesgesellschaften vor, dann auf weitere Fachbereiche wie Vertrieb, unseren Campus, das ist unsere Schulungsabteilung, Bereich Entwicklung und natürlich Anreichern der Plattform mit weiteren Inhalten. Als weitere Ausbaustufen sind wir aktuell schon dran am Knowledge Graphen und möchten unsere Serviceprozesse über Expert Dialog mit der Checklistenfunktion weiterentwickeln. Wichtiger Punkt, Checklistenfunktion, die ist gerade bei Empolis in der Entwicklung und wir sind mit dabei. Auch darauf komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Und schließlich, großes Wort, Smart Content, weg von den PDFs hin zu kleinen Bausteinen, Topics, die dann auch nochmal das Suchergebnis und den Related Content entscheidend verbessern sollen. Ja, und schließlich schon kurz die Rede gewesen vom Employees Buddy. Hier ist unsere Haltung, wir beobachten die Entwicklung weiter. Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt in unserem kleinen ECR. Allerdings haben wir aktuell eben das Problem, dass die meisten unserer Inhalte als in PDF-Form zur Verfügung stehen und das für den Employees Buddy noch eine kleine Hürde ist. Ja, Fazit. Wir haben mit Employee Service Express wirklich eine State-of-the-Art-Lösung für unsere Use Cases und die bietet auch noch Potenzial für weitere Use Cases. Und wie schon erwähnt, im Bereich der Checklistenfunktion sind wir immer wieder beteiligt, frühzeitig an der Entwicklung bei Empolis und darüber sehr froh. Es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gemeinsam mit T3. Aber dazu komme ich gleich noch. Wichtig für uns, wir haben auch erkannt, wir müssen die alte Welt irgendwann abschneiden, also die alte Informationswelt, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und manchmal geht er den Umweg lieber, weil er den schon kennt, statt den neuen
direkten Weg. Insofern ein Change-Prozess, den man auch ernst nehmen muss. Wir haben die Informationsqualität und vor allem die Verfügbarkeit schon entscheidend verbessert und können da noch viel tun. Und nicht zuletzt eben durch den Einsatz moderner Technologie wie den Knowledge Graphen oder AI im Bereich des Empolis Buddy. Und ja, schließlich mit T3 haben wir einen wirklich kompetenten Partner, der uns bei der Integration unterstützt in unserer Infrastruktur, beispielsweise bei der Konfiguration und Implementierung von Schnittstellen oder eben bei der Entwicklung eines intelligenten Wissensmodells, das sich auch immer weiterentwickeln muss. Und da arbeiten wir hart daran. Gut, damit sage ich herzlichen Dank einmal an T3, an dich, lieber Elmar, und an Cornelia. Zum anderen an Martin Schor. Martin Schor betreut bei uns im Haus für die Digitalisierung dieses Projekt als Projektleiter. Ja, und ein ganz großer Dank natürlich an den Service in unserem Haus, an unseren Kundenservice, hier vertreten durch Markus Huber, der gemeinsam mit mir dieses ganze Projekt begonnen hat, diesen Weg begonnen hat und bis heute begleitet. Damals sind wir von der technischen Redaktion auf den Service und der Service auf uns zugegangen. Wir haben uns also da wirklich getroffen, jeweils auf offene Ohren, Arme, Türen gestoßen und daraus ist ein wunderbares, fruchtbares Projekt entstanden. Herzlichen Dank, aber auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Johannes.